Ja, hallo, liebe Leute, und es geht weiter mit einer neuen Runde Daylight. Ich spiele mal wieder, naja, ein paar Tage später, nachdem ich das letzte Mal gespielt habe. Bin natürlich ein bisschen raus gerade und weiß immer leider dadurch nicht immer mehr, welchen Brief ich habe. Und ich habe hier auch eine Begleiterin gerade neben mir liegen, die ist ganz süß. Meine Katze hat sich hier gerade so auf den Tisch neben mich gelegt und sitzt so halb auf meinem Schoß, halb auf dem Schreibtisch. Und ich mag leider gerade die Kamera nicht zu ihr runterdrehen oder sie hochheben, weil sie gerade so schläfrig gerade ist. Und ich kann sie nebenbei streicheln und ich frage mich, wann sie hier abhauen wird, wenn ich mich erschrecke oder ob sie mich unterstützen wird. Jedenfalls ist es jetzt schön warm auf meinem Bein. Und ja, ich darf mich wieder voranmachen. Es hat jetzt wieder gepiept. Es piept eher immer. Und da kann ich, glaube ich, auch durch. Kann oder kann ich nicht? Ich kann da nicht. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wo lang. Aber ich glaube, dass man. Is there anybody in there? Okay. Das mache ich mal lieber. Wieso ist die Tür jetzt wieder zugegangen? Ach, nicht gut, nicht gut, nicht gut. 0 von 6. Relikten. Nicht gut. So. Beginnen wir. Mit Island Haftanstalt. Ich werde jetzt leider nochmal mal vorlesen, weil ich nicht weiß, welchen Zettel ich jetzt... Na, gehst du weg? Jetzt kann ich sie kurz hochheben. Hallo, wir spielen Daylight. Ja, Mausi. Jetzt geht sie runter. Jetzt habt ihr sie auch mal gesehen. Mit Island Haftanstalt. Also ich lese vor, weil ich nicht mehr genau weiß, was ich vorgelesen habe und gefunden habe an Relikten. Ich meine, wir hatten zuletzt 4 Relikte. Mal gucken, wie viele ich jetzt schaffe. So hätten Personal zahlreiche Berichte über Stromausfälle, das selbstständige Öffnen und Schließen von Zellentüren und andere elektrische Probleme wurden protokolliert und gemeldet. Das Wartungsteam wird morgen Tests an den Leitungen und der Elektronik der Hafteinrichtung durchführen. Ja, das ist schön. Gehen wir mal hier lang. Oh, hier war sie zuletzt. Ja, ich erinnere mich. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Und es... Ja, Mist. Hier ist ein wichtiger Raum. Nein, ich stelle mich gegen. Ich habe einen Tipp bekommen, schon, dass man sich an eine Wand stellen soll, wenn irgendwo was ist. Und das werde ich mal machen, weil wir haben nur noch eine Leuchtfackel. Und die Bedrohung ist halt auf ganz weiß. Und ich glaube, ganz weiß heißt immer ganz schlimm. Hallo. Aber im Moment hören sehe ich nichts. Immerhin. Aber ich höre was. Doch, ich höre was. Und dann kann man ja hier aber ewig in der Ecke stehen. Ich höre so ein ganz, ganz leichtes Tippeln, höre ich. Also, das ist auf jeden Fall der Raum, wo wir hin müssen. Das ist schon mal ganz klar. Ach, das ist die Leuchte, die ich... Oh, ich habe Angst hier. Hier bin ich doch zuletzt gestorben. Hallo? Hallo? Oh, das immer so stark geruckelt. Komisch. Ich habe aber nichts am Rändern im Hintergrund. Das letzte Mal ist sie auch auf einmal aufgetaucht. Und dann war ich auch schon tot. Das ging so schnell. Ich weiß gar nicht, ob ich so schnell an eine Wand gehen kann. Aber ich werde jetzt mal hier die Zellen durchsuchen, wenn ich kann. Die ist nicht offen. Hier findet man doch bestimmt noch weitere Relikte. Nein, das Geräusch ist nicht gut. Das Geräusch ist gar nicht gut. Dass die Musik wieder anfängt, ist doch kein gutes Zeichen. Dann kommt der Geist bestimmt bald. Die Hexe. Die Doofe. Ich könnte ja auch mal nach oben gehen. Oh oh. Oh oh.
Aber irgendwas muss doch hier oben zu finden sein. Nehmen wir mal die letzte. Es ist immer die letzte. Nein, da kann ich auch nicht rein. Aber steht da hinten was? Ich mag gerade gar nicht so weiterspielen, wenn das so ruckelt, weil ich weiß, dass es auch schon mal weniger war. Und das finde ich gerade ein bisschen nervig. Aber ob ich einen Cut machen soll, nur um zu gucken, dass es nicht mehr ruckelt? Ich mag ja selber mal gar keine Cuts machen. Das nervt ein bisschen. Vor allem, wenn ich gerade so schön am Spielen bin. Aber hinterher dann anhören, es hat so geruckelt, habe ich auch keine Lust zu. Oh! Ich habe die Zellentüren aufgemacht. Oh. Was ist jetzt hier drinne? Was ist denn jetzt hier drinne? Ein ekliges, versifftes Klo? Schön. Was hat mir das jetzt gebracht? Gott, ich bin immer so kurz vorm Erschrecken, ganz ehrlich. Wenn jetzt hier ein Zettel gelegen hätte, hätte ich es ja verstanden. Aber sonst... Ich werde mal wirklich tatsächlich einmal kurz einen Cut machen und gucken, ob es dann weniger ruckelt. Bis gleich. So, da bin ich wieder, liebe Leute. Und weiß nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe, eine halbe Stunde oder so. Ich habe mal alle Reinigungsprogramme, die ich so habe, durchlaufen lassen. In der Hoffnung, es bringt irgendwie was. Weil neu starten konnte ich ja jetzt nicht und so. Aber ich habe mal den Zoom aus meiner Kamera wieder rausgenommen, weil ich dachte, vielleicht ist das bei mir auch Camtasia, was nicht so... flüssig gerade läuft. Also die Kamera ist sehr verzögert und irgendwie kann das sein, dass dadurch das Spiel auch nicht so gut läuft. Und ich wette, ich finde hier noch was. Dann weiß ich ja zumindest schon mal, wenn hier oben was ist. Ja, ja, wir haben hier Bedrohung ohne Ende. Also wenn die hier irgendwo drinne steckt auf einmal in der Toilette, dann super. Dann ist aber High Life hier. Ach, man kann ja auch noch weiter nach oben, merke ich gerade. Da ist ein Karton. Da ist ein Karton, das ist ja schon mal schön. Machen wir den Karton mal hier in Geschenke-Karton. Kannst du ihn nicht aufmachen? Willst du dann nicht mal reingucken? Da irgendwas... Also hier und da läuft es wieder voll ruckelig und dann läuft es wieder ein bisschen flüssiger. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn die mich jetzt hier auf einmal erschreckt, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Kann ich da die Bücher irgendwie aufheben? Nö, ich glaube nicht. Das weht da nur so vor sich hin. Das ist bestimmt die letzte Zelle, ich sag's euch. Oh Gott, dieses gewedelte Zeug hier von meiner Nase, weg da. Da, die letzte, da. Da, mit Island Haftanstalt, Memo, zu Händen Personal. Die Gewaltausbrüche der Häftlinge sowohl untereinander als auch gegenüber dem Personal haben deutlich zugenommen. In Zukunft sind alle Wärter dazu veranlasst, in Gruppen von zwei oder mehr Personen auf Rundgang zu gehen. Schwestern ist es untersagt, kranke Häftlinge irgendwo anders als auf der Krankenstation zu betreuen. Keine Ausnahmen. Hatten wir den nicht schon mal? Na, die Musik, die bedeutet nichts Gutes. Die Bedrohung wächst von Zettel zu Zettel, wie bei Slenderman. Ah. Du. Ich bewege mich nicht.
Ich bleib hier am schwarzen Fleck. Ich wurde ja hier hingefrachtet gerade. Wir gucken uns das schöne Bild an. Oder ein Leuchtstab. Der bringt aber auch nichts, ne? Ich glaube, ich muss eine Leuchtdings benutzen. Sonst wird das nichts hier. Oh, es geht weg. Oder auch nicht. Warum ist das jetzt hier alles so schwarz? Das heißt nichts Gutes. Nee, das heißt nichts Gutes. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, weil ich will gerade nicht in so einer Situation meine letzte Leuchtfackel verbrauchen. Scheiß drauf. Ja, heul doch. Oh, da hinten sitzt sie. Ich glaube, ich muss sie verwenden. Come on, bitch! Feuer zu feiern! Jetzt bin ich wieder hier. Ach, ich hab's vertrieben. Na komm, lauf. Nein, doch nicht da lang. Da lang und hoch. Boah, ist das ruckelig. Nervig. Ist das nervig. Kann ich hier wieder einen Hebel anmachen? Da hinten bestimmt. Komm, lauf durch. Mädel. Hallo. Problem ist, ich habe keine Leuchtfackel mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn das Ding wieder auftaucht. Ein bisschen Bedrohung ist nämlich auch noch da. Ist hier in der Schüssel was? Nein. Ich habe nur noch diese kackigen Leuchtstäbe. Da ist eine Kiste. Ist da wieder was drin? Ich habe wieder eine Signalfackel. Das ist doch was. Aber leider kein Relikt. Leider kein Relikt. Und das Problem ist, ich kann das Ruckeln auch gerade nicht ändern, weil ich kann den PC ja jetzt nicht neu starten. Dann muss ich ja wieder alles nochmal spielen. Aber notfalls mache ich das natürlich. Weil es ist ja nicht so schön hier. Da. Geh mal da. Da irgendwas. Nö. Ein gemütlicher Spaziergang in die Gefängniszellen. Wer könnte sich was Schöneres vorstellen? Also es würde mich nicht wundern, wenn die hier auf einmal irgendwann rauskommt aus so einer... Wo ist denn? Scheiße, das ist... Nicht gut, wenn sie das sagt. Das heißt immer, da kommt gleich was. Ich gehe mal raus hier. Lieber in die letzte Zelle. Aber da ist auch nichts. Was ist denn hier? Was ist mit dem Domino-Spiel? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe hier nichts gefunden. Wozu war das jetzt gut, hier oben die Hebel hochzumachen? Das war jetzt ein bisschen sinnlos. Boah, schön hier. Ich will auch gar nicht die Stimmung irgendwie schlecht machen, aber um diesem Grusel zu widerstehen, muss man auch manchmal ein bisschen Quatsch reden. Es ist einfach so. Oh mein Gott, what was that? Das Gefühl, es geht gleich wieder los, aber ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Da vorne kann ich ja eh nicht lang.
lauf mal hier runter. Da ist wieder der Megaraum. Dann muss doch hier unten auch ein Hebel sein. Das ist doch bestimmt so. Aber es ist hier unten so scheiße gefährlich. Sobald sie kommt, stelle ich mich irgendwo im Gesicht an eine Wand. Da vorne ist der Hebel. Dann gehen die Zellen hier unten auf. Das war's. Da ist nichts. Da liegt was. Da liegt was. 3 von 6. Mit allen Haftanstalt Memo zu Händen Personal. Das Wartungsteam hat Tests an den elektrischen Systemen des Gefängnisses durchgeführt. Es wurden keine Anzeichen für beschädigte Leitungen entdeckt. Der Hauptgenerator ist voll funktionsfähig. Sollten weiterhin Probleme auftreten, empfehlen die Wärter, diese zu notieren und eine Nachricht bei der Verwaltung zu hinterlassen. Ja, die Bedrohung steigt. Sie steigt wirklich... Oh, geh doch mal weg, du Fipsel. Bedrohung steigt immer, wenn ich was finde. Da ist eine Kiste. 2 Signalfackeln schon, das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Also für unsere Verhältnisse wenig, aber so ist es halt. Hier jetzt. Ich bin mir irgendwie nicht sicher, also... Nein, das ist nicht gut. Wenn ich jetzt hier so an der Wand stehen bleib... Das lief doch ganz gut. Soll die Musik ruhig wiederkommen? Hauptsache dieses Geflagger ist nicht da, weil dann ist sie da. Soll sie hier ruhig rumspuken, wenn ich in Ruhe... Ja, es wird schon wieder gesagt, dass die Dinger die Schatten vertreiben. Wenn ich das einfach mal... Wenn ich eine benutze und mal so random durchrenne, weil... Ich glaube, ich muss mal einmal so ein bisschen den Raum absuchen. Ich mach das mal. Wenn sie hier irgendwo ist, vertreibe ich sie damit. Na komm. Wo bist du? Da. Ja, komm. Da. Habt ihr es gesehen? Vertrieben. Aber jetzt habe ich die Fackel schon fast alle. Drei von sechs. Verdammt ich nochmal. Ich brauche nur noch 3 Stück. Das ruckelt so heftig. Vor allem, wenn ich laufe, ist noch schlimmer. Aber ich muss ja laufen, um mal ein bisschen voranzukommen. Ja, das Problem ist, ich weiß schon wieder gar nicht, wo ich hier was hab. Und wo nicht. Hier war ich anscheinend noch nicht. Muss mal auf die Uhr gucken. Oh, ich darf hier nicht so durch die Gegend laufen, glaube ich. Oh mein Gott, what was that? Ja, mach die Tür zu. Ist okay, mach selber die Tür zu. Ich glaube, das ist besser. Habe ich jetzt hier alles schon eingesammelt oder nicht? Ich war ja an diesen Spinden hier, glaube ich, noch nicht. Aber damals kamen sie hier auch. Ich traue mich hier gar nicht hin. Oh, es ruckelt gerade nicht. Das ist schön. Ich weiß nicht, ich erwähne das immer wieder. Aber es stört mich halt selber auch. Waren hier nicht Leuchtfackeln? Oder habe ich die jetzt schon automatisch? I'm so scared. Okay, hier nicht. Nee, ich laufe hier immer am selben Eck rum, weil ich mich nicht traue, hier lang zu gehen. Hier wurde mir die Tür ja auch schon so nett aufgemacht. Hier ist nichts.
Ah ja, jetzt läuft's schön flüssig und ich wette, gleich kommt sie wieder. Da hinten ist unser Raum. Na komm, geh ran. Leuchtstab, super. Da vorne, da muss ich ran. Hier muss ich hin. Hier, komm, nimm. Datum 16. Februar 1936 betrifft James Strikers Suspendierung. Officer Striker wurde vorübergehend ohne Bezahlung suspendiert. Hieß denn nicht auch so bei X-Men? Striker? Derzeit findet eine formelle Untersuchung statt, die Anschuldigungen wegen brutaler Vorgehen gegenüber Häftlingen und Foltertaktiken auf den Grund gehen soll. Die Untersuchung wird ausschließlich intern durchgeführt. Die Öffentlichkeit darf nur so wenig wie nötig erfahren. Boah, wenn sie hier jetzt kommt, dann habe ich echt ein Problem. Ich habe nämlich nur noch eine Leuchtfackel. Ach, da ist aber was. Da ist aber was. 4 von 6 habe ich. Da ist sie wieder. Ich bleib stehen. Ich bleib stehen. Sie ist bestimmt gerade direkt hinter mir. Verschwinde. Sie ist voll links von mir. Sie ist voll links von mir. Ja, was soll's. Sie stand direkt verdammt nochmal in der Ecke, ey. Scheiße. Scheiße. Da ist sie doch wieder. Wo ist sie? Gibt's doch nicht. Incident Report, Datum 25. Oktober 1910, an Captain Alex Senior, Häftling 203, wurde heute Nacht tot in seiner Zelle aufgefunden. Sein Körper war verdreht und verrenkt wie ein Rattennest. Ich weiß nicht, wie das passiert ist oder wie er sich umgebracht hat. Ich weiß nur, dass ich einen ohrenbetäubenden Schrei aus der Isolationshaft gehört habe. Ich bin hinuntergeeilt, um zu sehen, was los ist. Baxter stand schon in einer Ecke und kotzte sich die Seele aus dem Leib. Bert war kreidebleich, sie haben noch kein Wort darüber verloren. Was geht hier vor, Alec? Im letzten Monat sind während unseres Dienstes 3 Insassen gestorben. Die Wachbeamten sind völlig verängstigt und ich fange an zu glauben, dass hier wirklich etwas nicht stimmt. LT Paul Ackermann. Wieso schmeißt du die Signalwecke? Wieso schmeißt sie die Signalfackel weg? Und wieso steht die da auf einmal neben mir wieder? Mit Island, bla bla, mit Datum 17. Juni 1931. Was steht denn da? Penne? Ach so, ja, okay, Patienten und so. Datum 17. Juni 1931 betrefft Bert Augustins Verschwinden. Bert, ich habe ja 6 von 6 Relikten. Deswegen kommt sie immer, deswegen. Bert Augustin ist seit fast 2 Wochen nicht mehr zu seiner Schicht angetreten. Sein Vorgesetzter dachte, er habe die Arbeit hingeschmissen, da sich Mr. Augustin mehrmals darüber beklagt hat, weibliche Stimmen in den Gängen zu hören. Ein Wartungsarbeiter, der den Rost am Abwasserzugang entfernt hat, hat jedoch einen schrecklichen Gestank aus dem Tunnel bei den Docks gerochen. Als er sich aufmachte, um nachzusehen, fand er Mr. Augustins verstümmelte Überreste. Nimm sie doch wieder. Ich hab doch keine mehr. Ich hab ein fucking Problem. Ich hab nichts mehr. Ich muss nur da vorne hinkommen.
habe so ein Problem, weil sie direkt hier steht. Na komm. Hast du keine Signalfackel da drinnen gefunden? Oder was ist denn da drinnen gewesen? Oh Gott, verpiss dich. Sie steht direkt neben mir und ich habe alle Relikte. Ich will jetzt nicht sterben. Und wenn ich hier einfach so... Gott, to get through. Immer an der Wand lang. Ey, sie steht direkt neben mir. Es flimmert schon. Es flimmert schon. Geh weg! Geh weg! Ich will dahin. Oh, ich habe keine Leuchtfackel. Es ist so kacki. So kacki. Und wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Der wird nämlich sonst zu lang. Und es ist gerade so ein schöner Cliffhanger. Bis zum nächsten Mal.